mein Gott, da sind wir wieder in Köln. Ja, ich freue mich auf eine neue Folge von OMG. Ja, das gleiche Spiel geht weiter. Ich weiß nicht, wenn ich treffe, aber ich freue mich trotzdem drauf. Oh mein Gott! Dein Gast hat eine Kochausbildung. Er, sie kommt nicht daher, wo er sie vorgibt, herzukommen. What? In der Küche deines Gastes hängt ein Autogramm von Atze Schröter. Wer ist das? Das findest du schwierig? Von einfach war nie die Rede. Wer hat eine Kochausbildung? Okay, wer kommt aus irgendwelche andere Ecke? Oh Mann, kenne ich irgendjemanden, wo ich schon in der Küche drin gewesen bin? Pietro, Olli, Amira, ich sage alle meine Freunde durch. Eine Frau, sage ich einfach so. Ich sage einfach Amira Pocher. Kann das sein? Nein! Oh. Nein! Oh, warte, warte, darf ich eine zweite Chance haben? Evelyn Budecki? Mein dritter Tipp des Tages ist Ilka Bessin. Habe ich recht? Habe ich recht? Ist Ilka, ich habe gesagt, ja! Was ist mit dir? Was ist das da oben? Nein, nicht mit diesem hässlichen. Ich zieh dich aus. Na, der Schöne. Ich komme fast jede Sendung rein mit diesem Ohr. Es ist zu spät, aber trotzdem schön. Also, du siehst trotzdem toll aus. Willkommen zu unserem OMG-Talk heute mit Ilka Bessin. Und ich freue mich sehr, sehr, dass sie heute hier ist. Und für mich die schönste Überraschung überhaupt, dass ich mit dir heute sitzen darf. Hier mit, also das ist wirklich ganz toll. Schön, dass du da bist, Ilka. Ich habe Spiele verloren. Ich weiß nicht, ob ich mich noch freuen soll. Ich habe ein ganz schlimmes Video gedreht. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Wir werden auf jeden Fall das schnell ändern. Wir fangen jetzt hier mit unserem Talk an. Du hast dir ein Fitnessstudio ausgesucht als Location. Also was war der OMG-Moment in deinem Leben, wo du dachtest, jetzt Sport ist das neue Thema in meinem Leben? Also Sport ist ein wichtiges Thema. Es ist jetzt nicht das Wichtigste. Das finde ich, muss man immer dazu sagen. Weil ich bin halt ein Mensch, ich esse halt auch gern und habe gedacht, okay, man muss dann halt das irgendwie kompensieren und ich habe einen guten Personal Trainer. Jetzt werden einige sagen, kann ich mir nicht leisten oder wie auch immer. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, was zu machen, sich zu bewegen. Und es geht halt auch immer um die Gesundheit. Und du kannst auch, wenn du ein paar Kilos mehr hast, trotzdem einfach auch gesund sein. Und das finde ich halt wichtig, weil viele denken, du musst sofort mit Sport anfangen. Und sofort innerhalb von einer Woche müssen sofort 15 Kilo runter und ich muss sofort so eine Taille haben. Es geht aber gar nicht. Und zumal du würdest auch dann aussehen wie jeder andere und das ist ja auch langweilig. Deswegen aber fand ich das Fitnessstudio und ich wollte natürlich nicht, dass du darauf kommst, weil du hättest wahrscheinlich, nee, da sitzt ja, was soll die da sitzen, weißt du? Und deswegen dachte ich, ein Fitnessstudio ja, ist ganz gut. Ja, aber ganz toll, weil vor allem, ich folge dir und ich sehe immer deine Videos und kommentiere dir auch immer, weil ich finde super, wie du alle mitnimmst bei deinen so Fitness-Einheiten. Also würdest du sagen, das ist deine Mission jetzt, Menschen dazu zu bringen, sich öfter zu bewegen? Also ich gehe jetzt nicht vor wie der Rattenfänger von Hameln und alle laufen mir hinterher mit irgendwelchen Hanteln in der Hand. Ich finde halt nur, du findest auf den Internetseiten oder auf Instagram selten Videos, wo einfach ein kräftiger Mensch oder ein dicker Mensch, ich bin halt ein dicker Mensch, steht, ungeschminkt, aussieht wie Elfie Emmel auf der Flucht mit irgendwelchen Hanteln im Wald irgendwie mit einem Trainer und sagt, wir machen jetzt mal die und die Übung, weil viele denken das nicht, viele trauen sich auch nicht und deswegen will ich den Leuten einfach die Angst nehmen und sagen, hier, natürlich schwitzt er, natürlich sieht dein Gesicht aus wie ein Apfel, aber so muss das auch sein. Und bei diesen Momenten hast du dein Handy immer dabei? Du filmst wirklich deine Trainings, egal wie du sagst, gerade egal wie du aussiehst. Und du trainierst bei, egal wie das Wetter ist. Also wenn es regnet, bist du auch da. Also da ist für, das ist für mich vorbildlich, weil du kriegst mich nicht hin. Ich mag das eher im Regen und in der Kälte zu trainieren, als wenn draußen 34 Grad sind. Wenn es draußen warm ist, trainiere ich morgens um 6.30 Uhr oder um 6. Also ich stehe um 4.30 Uhr auf. Nein, das glaube ich nicht. Doch, ich hasse das. Ich fahre dann schön mit meinem Fahrrad zum Training, mache eine Stunde Training, also sind immer 10 Kilometer hin. Stehst du um 4.30 Uhr morgens auf? Ich mag das, weil es ist noch keiner wach. Es ist ruhig in der Stadt. Du fährst durch Berlin schön auf dem Radweg mit dem Fahrrad, einen Helm auf, es erkennt dich keiner. Und dann mache ich das Training eine Stunde mit dem Trainer. Wir trainieren immer in Berlin an so einem Waldstück.
Und dann fahre ich danach wieder 10 Kilometer nach Hause und dann hast du morgens um 8 schon alles erledigt, was Sport anbetrifft. Natürlich kann das nicht jeder, weil die Leute arbeiten gehen. Yeah. Ich mag das einfach. Ich kann nicht, wenn draußen 42 Grad sind, 12 Uhr mittags, mich irgendwo hinstellen, Sport, kriege ich einen zu viel. Es geht gar nicht. Kann ich nicht. Bist du immer so ein Morgenmensch? Weil ich morgens bin ich unerträglich. Ich brauche ein bisschen Zeit. Wann geht's denn morgens bei dir los? Also, wenn ich entscheiden dürfte, wenn ich aufstehen möchte, 9 Uhr wäre ideal. Da bin ich schon das erste Mal wieder müde, so ungefähr. Aber ich muss jeden Tag gegen 7:15 aufstehen. Die Kinder müssen zur Schule. Ich finde das furchtbar. Findest du es nicht? Ich finde es furchtbar. Es ist doch schön, ja klar. Also ich kann es manchmal verstehen, aber ich mag das halt morgens, man ist noch so, es ist so ruhig. Ich finde, wenn du 12, 13 Uhr stehen ja manche vielleicht auf, dann ist für mich der Tag so vorbei. Ja, das stimmt. Dann ist schon so einiges passiert. Also würdest du sagen, dass deine Teilnahme bei Let's Dance dir dazu gebracht hat, dann mehr Sport zu machen, dich mehr zu bewegen? Ich habe vorher schon angefangen mit dem Training, durch den Trainer bedingt. Also es ist schon ein paar Jahre her, da haben wir intensives Training, auch Ernährung umgestellt. Das war hart, weil sich mein ganzer Tag nur um Essen und Training, so was isst du, was darfst du essen, morgens Haferkleie, Blaubeeren drauf, okay, noch eine Mahlzeit, dann meistens mit Fisch, mit Tunte. Es drehte sich alles nur darum. Ich habe relativ schnell viel abgenommen. Dann ist der Papa gestorben, dann habe ich halt das Gleiche wieder zugenommen, weil ich dann auch einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, das Ganze nur darauf zu reduzieren, dass nur Ernährung und so, weil es ist einfach so, wenn du deinen Körper umstellst oder dich umstellen möchtest, musst du immer darauf achten, musst du immer achten, was du isst und so. Und es war dann irgendwann, ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Training, war mir das zu anstrengend, ich wollte nicht, dass dieses Ganze mein Leben bestimmt. Ich wollte einfach gerne mit meinem Fahrrad zum Training fahren und das mache ich jetzt. Ja. Es ist nicht dieser Druck da, ich mache Sport, weil es mir gut tut, weil es gesund ist. Ich laufe keinen Marathon. Aber nichts ist gezwungen bei nein, dir. Nein, genau, genau. Ja. Und das möchte ich auch, dass die Leute das sehen, ja, dass die auch mitmachen und auch einfach sehen, dass die Übungen auch machbar sind. Bei vielen Sachen, die du siehst, sind die Übungen gar nicht machbar. Das schafft man als mit Knien nicht, mit dem nicht und ja, so. Und deswegen sind das immer Übungen, die ich vorstelle, die man auch machen kann. Gab es bei dir einen konkreten Moment oder irgendwas, was du erlebt hast, so, wo du sagtest, okay, das ist mein OMG-Moment. In dieser Minute wusste ich, also Sport, Fitness ist der nächste Step. Ich möchte mich mehr da widmen, also nicht nur mein Beruf. Es war der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, es muss sich was ändern. Als ich in Münster hatte ich einen Auftritt als Cindy aus Marzahn. Und ich bin damals nicht umgekippt, aber ich hatte komplett irgendwie einen Ausfall. Ich stand auf der Bühne 45 Minuten lang und habe dann gemerkt, es dreht sich alles. Mir wird schwarz vor Augen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt runter, weil ich hätte nicht umfallen können. Mein Sicherheitsmann vorne hatte irgendwie einen Rückenschaden. Mein Tourbegleiter hatte einen Leistenbruch und der am Merchandise stand, hatte was mit dem Knie. Und ich wusste, wenn du jetzt umkippst, liegst du hier und es kriegt dich keiner von der Bühne. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, bin von der Bühne, habe mich in die Garderobe gesetzt und habe geheult. Und man hat dann festgestellt, dass ich mir hinten im Nacken einen Nerv eingeklemmt habe, hatte Gleichgewichtsstörungen. Ich habe auch die restliche Tour dann nur noch im Sitzen gespielt, musste mit Hilfe von einem Osteopathen, musste dann zur Behandlung. Und dann habe ich mich mit einem Trainer getroffen, habe gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Und jetzt find aber auch mal einen, der mich erträgt. Also es ist ja auch wirklich, man sieht es auch in den Videos, da kommen auch alle Ausdrücke raus, ne? Weil das auch einfach anstrengend ist. Ja, deswegen liebe ich die Videos. Ja, aber ich hasse das auch einfach, wenn geh die Treppe hoch, ich habe keinen Bock auf, ich fahre mit dem Fahrstuhl, warum? Dafür wurde der eingebaut. Also es gibt immer Diskussionen, aber wir ziehen es trotzdem immer durch, weil das mittlerweile ist er ja auch, Carsten Schellenberg ist der Trainer, der ist mittlerweile auch ein Mentor und ein Freund, weil der dich kopfmäßig auch einfach mitnimmt. Genau. Und das finde ich ganz wichtig. Hättest du auch das alles geschafft alleine oder war dir wichtig, jemanden bei dir zu haben? Weil ich zum Beispiel zum Trainieren, ich brauche jemanden, der sagt, so jetzt, du hast einen Termin, komm mit, du machst das jetzt. Also ich trainiere auch gerne, aber wenn ich sage, so jetzt stehe ich auf und trainiere alleine, das ist echt schwierig für mich. Man kennt ist ja, wenn man so mit Freunden trainiert oder mit einer Freundin, oh, hi, wollen wir zum Training? Na klar, oh, lass mir erstmal was trinken. Und du siehst aber toll aus. Oh, wollen wir einen Shake trinken? Okay, puh, ist schon wieder 15 Uhr, ich muss wieder los. Also man macht ja dann kein richtiges Training. Ich brauche ja auch jemanden, der darauf achtet, wie ist es mit den Knien, wie machst du die Haltung, Kniebeuge, kannst du nicht so machen wie jeder normale Mensch. Da muss schon jemand dabei sein, der darauf achtet.
dass es gesundheitlich und vom Körperlichen auch alles machbar ist. Und Ilka, du hast dein Handy dabei, du zeigst, wie du trainierst, wie du auch die Schnauze voll hast und dich freust, wenn auch vorbei ist. Wo ist der Moment, wo du sagst, Handy ja, bis hier, aber nicht weiter? Wo bist du dann privat? Alles, was mich privat betrifft, natürlich. Also natürlich rede ich mal über meine Mama, ich rede über meinen Papa, aber alles Private sonst ist privat, weil egal, wer da noch ist, ob Freunde oder so, die wollen halt nicht vor die Kamera. Und das muss man akzeptieren. Mhm. Ich stehe in der Öffentlichkeit und ich gehe ja auch nicht zum Arzt in der Arztpraxis und stelle mich daneben, weil ich das halt, das macht man einfach. Es gibt so Grenzen und ich finde, die muss man auch einfach akzeptieren. Jeder andere kann das so machen, wie er möchte. Es gibt ganz viele, die komplett 24 Stunden lang, ja. Ich könnte gar nicht 24 Stunden dieses Handy hochhalten. Ich auch nicht. Ich weiß manchmal auch nicht, was ich erzählen soll. Ja, aber das ist so, ich meine, ihr seid auch, du und der Mann, ihr seid ja auch eine Familie in der Öffentlichkeit. Ist ja noch ein bisschen was anderes. Weißt du, ihr seid beide in diesem Beruf. Man guckt euch gerne an, weil ihr seid auch so ein bisschen Vorbilder vielleicht für ganz viele Familien. Und dann sieht man euch so, dann seht ihr auch noch gut aus. Das nervt dann auch viele wahrscheinlich, weil die denken, Mann, warum kann die nicht mal kacke aussehen? Weißt du, und das ist so, man begleitet euch gerne. Aber bei mir ist es so, ich war immer alleine in der Öffentlichkeit. Und ich finde, so sollte das auch bleiben. Ja, ja, und das ist auch richtig so. 2016 hast du wirklich einen sehr wichtigen Schritt in dein Leben wahrgenommen. Du hast dich von Cindy aus Marzahn getrennt. Mhm. Wie war für dich, diese Entscheidung zu treffen? Also es ging relativ schnell. Also muss ich wirklich sagen, ich saß ja in einer Talksendung bei Markus Lanz und habe dann gemerkt, dass ich, man kann sich das auch mal angucken, gibt es bestimmt irgendwo auf irgendwelchen Seiten, dass ich da mit dem und mit der Politikerin, die vor Ort war, nicht über das eigentliche Thema, über meine DVD-Vorstellung gesprochen habe, sondern mich hat dieser Talk von den beiden geärgert. Und da habe ich gemerkt, dass ich eher als Ilka Bessin gesprochen habe und nicht als Cindy aus Marzahn. Und danach habe ich zum Sascha, zu meinem Manager gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Wir haben das zusammen besprochen, weil es ist ein Schritt, den man dann geht. Da hängen ja auch Arbeitsplätze mit dran und so. Dann habe ich gesagt, ich möchte was anderes machen. Ich möchte, dass die Leute mich als Ilka kennenlernen. Und das habe ich dann gemacht. Aber gibt es Momente, wo du Cindy vermisst? Manchmal, wenn ich das so sehe, man guckt sich ja, ich bin sehr eingebildet, glaube ich, aber nee, ich sehe manchmal so Einspieler, die wir früher gedreht haben, mal als wir Hannibal Lecter nachgedreht haben oder Miss Marple oder so, dann gucke ich mir das an und denke so, es war schon eine coole Zeit. Ich bin dafür auch sehr dankbar, weil alles das, was ich jetzt mache, ist immer so ein bisschen Zugabe von Cindy aus Marzahn. Und hast du aus Cindy Sachen auch gelernt? Was die Branche anbetrifft, auf jeden Fall, ne, dass man halt immer, ich war immer jemand, der sehr schnell vertraut hat. Das ist dann auch, man ist so ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber ich finde, als Cindy aus Marzahn, sie hat mir schon auch Selbstbewusstsein beigebracht, ne, dass man da auch stehen kann und sagen kann, ich kann auch ohne Jogginganzug und ohne Perücke, bin ich sehr lustig. Was man ja manchmal auch hinterfragt hat. Man hat dann beim neuen Bühnenprogramm, denkt man, oh Gott, wird das funktionieren? Bin ich überhaupt, wird das, und denn sonst hast du ja so eine Verkleidung. Oh ja, ich habe die ganze Zeit heute gelacht, ja. Du bist lustig. Ja, das ist verständlich. Auch einfach entschuldigt. Ich habe gerade gesprochen. Aber du, was ich schön finde, du bist auch eine sehr ehrliche Person. Du sprichst auch aus deiner Seele. Und du erzählst, dass am Anfang deiner Karriere du sehr schnell einen Höhenflug erlebt hast. Weil man muss auch sagen, auf einmal, was sind die aus Marzahn da? Du hast einen Riesenerfolg gehabt. Ja. Wie hast du das erlebt? Wie kamst du denn damit klar? Und wann hast du gesagt, okay, jetzt geht alles so weit? Nein, also ich kam ja von dieser Hartz-IV-Zeit plötzlich in so ein Leben, was ich nur aus dem Fernsehen. Ich saß vor dem Fernseher und habe euch zugeguckt, ne? Also das darfst du nicht vergessen, auch dein Mann oder dich. Ich habe euch im Fernsehen gesehen. Als arbeitsloser Mensch sitzt du da und denkst du, dann siehst du irgendwelche Sendungen und denkst du, ach, guck mal. Und dann bist du plötzlich von den Leuten umgeben. Wir haben uns bei meiner ersten Fernsehsendung, haben wir uns das erste Mal gesehen. Und dann dachte ich immer so, ich kenne die aus dem Fernsehen. Weißt du? Und dann ist man aber selber im Fernsehen, das ist ganz krank. Und dann ging das alles sehr schnell. Manchmal war ich vielleicht auch von falschen Leuten umgeben, muss ich auch dazu sagen, die dann halt immer, jeder hat dir gesagt, oh, du bist total lustig, super, was du machst. Und ich bin halt immer jemand, ich sage immer ehrlich, wenn du mich fragst, wie findest du das, dann bin ich ehrlich. Mhm. Also ich kann natürlich eine Berufsantwort geben und sagen, oh, total süß, oh my God, total aus, heißt das so. Ja, ja, aber das braucht man nicht verglichen. Ja, aber das ist halt das Problem. Ne? Und bei mir kam der Höhenflug relativ schnell, weil ich in kürzester Zeit sehr erfolgreich war, gutes Geld verdient habe und manchmal dann auch keine Leute hatte, die mir sagten, reiß dich mal ein bisschen zusammen, du bist ja nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja, weißt du, so. Es fehlte manchmal. Und was ich finde auch, ist, dass in unserem Beruf
solange du gut funktionierst, alles gut läuft, also jeder meldet sich, jeder mag dich, jeder ist da. Also ist das bei dir so, dass mit der Zeit du so ein feineres so Gespür bekommen hast, wer wirklich mich mag als Person, als Ilka, wer wirklich zu mir steht oder wer einfach nur was aus meiner Karriere will? Das Lustige ist, dass ich wirklich zu Anfang viele Telefonnummer, jetzt hatte ich, wenn man so diese Promis anbetrifft, habe ich glaube ich noch 5. Ich habe von die Telefonnummer, ich habe von Stefano, von Giovanni, von Olli Pocher, also du hast so ein paar Atze Schröder, ja. Du hast so ein paar, die kannst du aber wirklich an einer Hand abzählen, wo du die Telefonnummer noch hast, wo du auch weißt, dass du dann auch mal anrufen kannst und mal sagen kannst, hier, schick mir mal ein Paket, was man dann nicht kriegt, aber komm. Giovanni, schöne Grüße. Reden wir nochmal drüber. Und das hat sich sehr schnell geändert. Und da musste ich auch dazu lernen, weil ich, wie gesagt, mich natürlich auch gefreut habe, ja, lass mal telefonieren und so. Ja, klar. Und dann rufst du an, dann geht keiner ran. Und du denkst so, okay. Und da lernt man sehr schnell dazu. Also es war schon hart, aber es ist auch okay, weil so sortieren sich die Leute auch gerne selber mal aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich ja auch immer die Handbewegung dazu mache, als ob ich eine Schublade einräume, weißt du? So. Weil ich rede auch immer so. Also irgendwie muss ich du machst immer so gerne. Aber nicht mal das hat heute bei dir funktioniert. Nein. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Nein. Das werden wir noch herausfinden, was das ist. Ja, es gehört auf jeden Fall immer Mut dazu, irgendwas zu beenden, sich neu zu erfinden und einfach neu zu starten. Ja, so für dich war wirklich so, also einfach ohne Angst, das alles sich neu zu erfinden. Also hattest du wirklich so Momenten, wo du dachtest, also wollen die Leute mich ohne Jogginganzug sehen? Oder gab es einen Moment, wo du sagst, nein, also ja, ich ziehe mein Ding durch. Also ich zeige Mut und fang was ganz Neues an. Ich stelle mir das komplett schwierig vor. Nein, du musst halt vorher, ich finde, du musst bei solchen Sachen immer vorher überlegen, was kann ich? Und man sollte sich nie selbst überschätzen. Na, wenn ich jetzt sage, also auf jeden Fall ab morgen Ballett tanzen. Gibt es Schwierigkeiten? Man kann es probieren. Ich finde auch, es ist immer schwierig zu sagen, du kannst alles erreichen. Ich finde, man kann nicht alles erreichen. Man kann in seinem Universum das Beste aus dem machen, was man ist. Aber man sollte nicht immer, kannst alles machen. Nee, ich kann nicht alles machen. Das ist aber okay, weil ich mache aus dem, was ich kann, das Schönste und Beste für mich, dass ich glücklich bin. Und das sollte jeder machen. Und egal, was du dann machst, das ist völlig Wurst. Du musst immer gerne zu dem gehen, was du machst. Wenn du es nicht gerne machst, dann hör auf damit, weil es macht sonst dein Leben kaputt. Und das ist so ein Leitfaden eigentlich. Kannst du dich noch an den so ersten Auftritt erinnern, wo du zum ersten Mal als Ilka Bessin da warst und nicht als Cindy aus Marzahn? Ich weiß, das war bei Günther ja auch in der Sendung, da war ich als Ilka Bessin und da ist dem die Hose vorne geplatzt. Also irgendwie ist dem, und die hatten keine Ersatzhose und da ist irgendwie der Reißverschluss kaputt gegangen, da mussten die den schnell nähen und wir konnten uns nicht aufs Gespräch, weil ich habe in der Show gesessen und habe gesagt, Herr Jauch, ich habe sie in Schlüpfern gesehen. Es ist jetzt einfach raus und das, da war alles irgendwie so, da war auch nicht mehr Ilka Bessin schwierig und war sondern wir haben einfach in diesem Moment uns darüber tot gelacht, weil er dann wirklich in Unterhose vor mir stand, hinter der Sendung. Und das war der erste und dann war es auch nicht mehr so schwer. Also, das ist echt lustig. Also ist das so ein Moment, das dich zum Lachen bringt? Also was bringt dich wirklich so zum Lachen, wo dir die Tränen runterlaufen? Also erstmal, wenn Leute sich über meine Witze totlachen. Nein, aber ich finde, wenn man einfach... wenn mir die Tränen, und es ist immer Situationskomik, ne? Also ich bin da, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe mal meinem Vater gewunken, der ist mit dem Auto an mir, und ich bin gegen die Laterne gerannt, wirklich, also ist so typisch. Oder gegen so einen Sicherungskasten, oder du stolperst, und ja. Da sagt noch einer, stolper nicht, und dann stolperst du erst recht. Das sind so Sachen, leider Gottes, lache ich mich da schon kaputt. Dann magst auch wenn das du bestimmt solche Clips im Internet, ja, so mit klar. Den banalsten Sachen. Magst du das nicht? Ja, ich mag's. Ich bin selber letztens gegen eine Laterne auch so, also ich habe kurz an mein Handy geschaut, buff. Also passiert halt. Und dann lacht man sich auch tot. Ja. Oder wenn einer in so einen Pool, wo so eine Eisschicht, natürlich tut es weh und alles. Aber wie kann man denn so bekloppt sein, im Winter zu versuchen, in so einen Pool reinzuspringen, wo eine Eisschicht drauf ist? Und wenn der dann irgendwie auf dem Hintern klatscht, sorry, dann lache ich natürlich auch ein bisschen über die Dummheit, die dann da vorhanden ist. Also du kommst mir auch sehr mutig vor, sehr zielstrebig. War schon immer so, dass du wusstest, was du willst und hast es durchgezogen? Ich wollte eigentlich immer in der Gastronomie arbeiten, immer so ein kleines Hotel haben, mal, aber auch nur Frühstück. Aber abends hatte ich keine Lust, im Restaurant dann noch zu arbeiten. Und deswegen hast du eine Kochausbildung, wie ich heute so mitbekommen habe. Genau, und Hotelfachfrau gelernt. Und dann kam natürlich der Umweg als Cindy aus Marzahn, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil du
eröffnest dir selbst immer neue Wege, fängst immer was Neues wieder an, worauf du Lust hast. Und das finde ich dann auch gut. Ich habe die Frage jetzt ehrlich gesagt vergessen. Also ob du schon immer so zielstrebig warst, immer schon wusstest, was du willst und einfach durchgezogen hast. Ich wusste nicht immer, was ich will, aber wenn ich was mache, dann mache ich das immer, erwarte ich aber auch von jedem. Dafür bin ich auch verschrien, dass ich dann manchmal ein bisschen anstrengend bin. Ich erwarte immer von jedem 110%. Weil ich denke immer, wenn ich für dieses Projekt 110% gebe und alle anderen sind auch mit dabei, dann lasst uns das bitte gemeinsam zu so einem tollen Projekt machen. Und was ich dich auch dafür bewundere, ist, dass du vergisst nicht, woher du kommst, was du alles in deinem Leben erlebt hast. Du setzt dich auch ein für Leute, die auch wenig haben, auf der Straße leben, so Hartz IV. Also ist das dir auch wichtig in deinem Leben, dass du anderen auch hilfst? Na, wir denken immer, dass wir so auf der sicheren Seite sind, aber es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ne? Man darf das nicht vergessen, von heute auf morgen kannst du einen Job verlieren. Das kann ja alles uns auch passieren. Natürlich ist man immer gebettet, hat ein bisschen was gespart oder so. Aber oftmals kennt man die Geschichten von den Leuten, die ganz unten sind, nicht. Mhm. Und deswegen ist es immer wichtig, da auch mal nachzufragen. Natürlich war es für mich zu Anfang befremdlich, zu jemandem hinzugehen auf der Straße, weil man denkt immer, er ist besoffen, er nimmt das Geld nur, um sich was zu saufen zu kaufen. Aber wenn man dann mal wirklich mal fragt, wo die Geschichte herkommt oder mal kurz zwei Minuten, dann ist es immer so eine ganz andere Geschichte, die dann einfach einen auch mal nachdenken lässt. Und das sollte man nicht vergessen. Es kann ganz schnell auch wieder nach unten gehen. Welche OMG-Moment wünschst du dir noch in deinem Leben? Das Einzige, was ich immer allen und mir wünsche, ist, dass man gesund bleibt. Alles andere ist wirklich nebensächlich. Gesundheit ist das Wichtigste, Allerwichtigste im Leben. Und dass wir alle unseren Humor behalten, weil manchmal ist es so, ist diese Verkniffenheit, die wir haben, wenn wir irgendwas nicht haben, bekommen, erreichen, also manchmal ist das Einzige, was uns bleibt in den schlimmsten Situationen, ist Humor. Und den darf man nicht verlieren. Und deswegen bringst du Menschen zu lachen. Dich in allererster Linie heute, was ich sehr schön fand. Ja, und ich fand das auch wunderschön. Wie schön, dass du da bist. Danke. Also vielen Dank, dass du mir so die Ehre gegeben hast, mit dir zu reden, ein bisschen mehr so über dich zu erfahren, vor allem viel mit dir zu reden, zu lachen. Also es war ganz toll. Also das war mein OMG-Talk, mein persönlicher OMG-Moment. Es war ganz toll. Vielen Dank für diesen Talk, Ilka Bessin. Unser OMG-Talk seht ihr in der ARD-Mediatheke, aber natürlich auch auf Instagram, wo ihr auch unser OMG-Show seht. Dort gab es wunderschöne Spiele und einer von uns hat die Spiele gewonnen. Ich verrate aber nicht, wenn. So, bis zum nächsten OMG-Show. Tschüss. Oh mein Gott.